Die Fleischräuber sind immer noch eine Bedrohung, aber ohne Bengel als Anführer werden sie verstreut und schlecht gerüstet sein. Der Tempel hätte vernichtet werden können. Der gesamte Orden steht in eurer Schuld, Padawan. Ike, ich muss mir erstmal verabschieden. Wir hören uns später. Jo, bis dann. Bis dann, ciao, ciao. Der Feind hat Schwachstellen in unserer Sicherheit gefunden. Wir müssen uns gegen ein zweites Coruscant wappnen. Ich stimme zu. Wir haben jetzt Sorgen jenseits der Fleischräuber. Die jüngsten Entwicklungen in der Twi'lek-Siedlung verlangen nach einer Antwort. Ihre Matriarchin hat mich an Bengel verraten, aber sie hat sich ergeben und unserem Urteil unterstellt. Dein Verdienst, denke ich. Gute Arbeit. Ihr kennt die Twi'lek, Padawan. Welches Vorgehen empfehlt ihr? Sie brauchen unsere Hilfe. Wir sollten die Kontrolle übernehmen. Vertreibt sie von Teil von... Ja, wir brauchen ihre Hilfe. Wir haben Instabilität verursacht, weil wir ihnen die Hilfe verweigerten. Das muss sich ändern. Was Meister Orges geschehen ist, ist unverzeihlich. Aber wenn wir verzeihen und mit ihnen zusammenarbeiten, könnte das beiden Gemeinschaften förderlich sein. Auch wenn Bengel Moors Leiche noch nicht gefunden wurde, Tatsache ist, dass dieser junge Jedi uns vor seiner Armee gerettet hat. Ich sehe keinen Grund, weshalb er länger Padawan bleiben sollte. Eure Tapferkeit, euer Heldenmut und eure Opferbereitschaft zeigen einen starken Charakter. Ihr seid unsere Hoffnung für die Zukunft. Ihr kamt als Padawan auf Typhon an. Doch ihr geht als Ritter der Republik. Möge die Macht mit euch sein. Ja. Ich verspreche, die Werte der Jedi und der Galaktischen Republik zu wahren. mal ganz kurz das da machen. So, damit ich den Chat wieder sehe. Dieser kleine Droide und ich haben eine Menge durchgestanden. Wir sind ein prima Team. Ich sehe keinen Grund dafür, weshalb ihr nicht zusammenbleiben solltet. Wir empfangen ein Prioritätssignal von Coruscant. Es ist Meisterin Kiwix. Meister Orges, Ahle, ich habe eine Entdeckung gemacht, die weitere Hilfe erfordert. Unsere Mutmaßungen über Coruscant waren richtig. Die dunkle Präsenz, die wir seit langem fühlen, ist hier am stärksten. Ich habe heute schon eine dunkle Präsenz besiegt. Dann gehen auch zwei. Die Dunkelheit nimmt uns die Sicht auf Bedrohungen, die viel näher liegen. Ich rate zu großer Vorsicht. Etwas Bösartiges arbeitet im Schatten der Hauptwelt. Wir müssen es finden. Die Lage verlangt nach unseren Besten. Meister Orges, ihr und euer ehemaliger Padawan solltet zu Meisterin Kiwix nach Coruscant. Kommt so schnell es geht zum Senatsgebäude. Meisterin Kiwix, Ende. Keine Ruhepause für uns, wie es scheint. Erledige, was du hier noch erledigen musst, dann nimm eine Fähre nach Coruscant. Oh, ich würde das zu gerne nehmen. Ah ja, komm. Alles, was ich bekomme, ist ein Klaps auf den Rücken und eine neue Mission. Ich habe gerade den Tempel gerettet. Wir werden dir eine Bronzium-Statue errichten. Versprochen. Ich muss noch ein paar Sachen packen, bevor ich los kann. Wir sehen uns auf Coruscant. Bis bald. Möge die Macht mit euch sein. Stets. Das wird verkauft.
Aber ich will hier noch nie runter. Hier gibt es doch bestimmt noch was zu erledigen. Wo war denn dieser komische Tisch? Das hier. Nee. Hä? Ach man, ich dachte, hier gibt es noch was zu erledigen. Doch, hier Eroberung. Das ist ein Ohr und Hälfte. Inhaltssymbol in deiner Menüleiste. Klicke auf Missionslogbuch Options. Wähle ein Missionsmodul. Warte, was? Klicke auf Missionsbuch Option. Bin ich doch. Hier oben, Eroberung. Ah. Ah, okay. Okay. Irgendwo gab es hier doch so ein komisches Ding, wo man alle Missionen sieht. Wo war das nochmal? War das hier unten? Oder war das draußen? So ein ganz komisches Symbol. Das da, nee, doch. Das hier war's, genau. Nee, hä? Ach, egal. Ist ja jetzt auch egal. Geld habe ich denn eigentlich? 18. Okay. Republika, Leute da so hin. Komisch, dass es hier keinen Sound gibt. Aber hier wieder. Seltsam. Hm.
So. Gab's wieder XP? Aber wir gucken erst mal ein bisschen rum. Handwerksausbildung. PvP, nein. Gut. Da lang. So, als Sif habe ich nichts gesammelt. So eine komischen Steine und Kristalle immer. Du hast beschlossen, Biomechie als deine erste Crew-Fähigkeit zu lernen. Du kannst alle Crew. Was macht denn Biochemie? Scheiße, wo kann ich denn das nachlesen? Kann man das hier nachlesen? Nee. Auch nicht. Scheiße, wo war das denn nochmal? Okay, was ist jetzt? Nein. Ich möchte hier nichts abonnieren. Ich will so ein Emote einsetzen. Das für ein Emote. Mann. Wo war das denn mit den Kristallen sammeln? Wie hieß das denn? War Schatz. Nee, doch, Schatzsuche, das hatte ich, glaube. Ich habe die immer losgeschickt und die haben alles Mögliche gesammelt. So. Jetzt einfach das gemacht. Nee, das war immer, glaube B. Ja, hier Crew-Fähigkeiten. Na dann, mach das mal. Und in der Zwischenzeit Hüter der Wahrheit, Ritter der Republik, der Erhabene. Was soll ich nehmen? Moin Maverick 25. Nein, ich suche aktuell keine Gelder, danke. Der Hüter der Wahrheit, Ritter der Republik. Der Wahrheit ist ja nicht, stimmt ja nicht ganz. Wir machen das da.
Das nix für mich. Das auch nicht. Das ist auch nur Deko. Auch nicht. Willkommen. Unser Lager ist voll und wir verfügen selbstverständlich über eine Verkaufslizenz. Das ist der beste Handelsposten überhaupt. Was auch immer ihr braucht, wir haben es. Ja, zu Coruscant muss ich auch fliegen, ne? Unternehmen. Das war zur Waffe aufrüsten. Raumschiffausrüstung. Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. Bringt viel Glück da draußen. Noch nix. Rufhändler, Flottenzeichenhändler habe ich noch nicht. Leiterhändler. Das ist mein Angebot. Seht euch schnell um. Nee. Eure Credits sind jederzeit willkommen. Gut, haben wir das. Und dann gehst du gleich weiterarbeiten. Das da. Nichts. Das war Aussehen ändern. Der Droide soll verschwinden. Ich hab nicht mal ihn hier, du Hund. Versorgungsgüter. Belohnung. Klassische und Nicht-Season-Belohnung. Okay. Watamichispa? Town-Town-Bock. Oh. Kann ich dich hier verkaufen? Ja. Wamitopi. Okay, die sind mir zu hoch. Die werden nicht kleiner. Okay. Kriegsbeutehändler, Ruhmhändler, Transporthändler, Kriegsbeute, Haustierhändler. Warte, was? Ein guter Pilot zu sein, ist nur ein Teil dessen, was uns ausmacht, Captain. Wenn ihr einen Rat braucht, bin ich euer Mann. Wir hoffen, dass unser Inventar Ihren Wünschen gerecht wird. Vielen Dank für Ihren Besuch. Schön, euch zu sehen. Legendäre Komponenten, seltene Belohnung durch Sammeln und Missionen kann auf der Flotte für Tech-Fragmente gekauft werden. So kann man die verkaufen. Cool. Das heißt, bei irgendjemandem bringen die mehr Geld. Erzählt euren Freunden von mir, ja? Mysteriöser Händler. Die will nicht mit mir reden, oder? War ich zu schnell? Nö. Okay.
gab es hier galaktische Kommandohändler der Hellenseite. Händlerin der Hellenseite. Ich freue mich immer über Kundschaft. Kann ich euch behilflich sein? Fordert helfen. Seht euch ruhig um. Seht euch die Ware an. Womit kann ich dienen? Hat mich sehr gefreut. Oh. Warte mal, du sollst hier weiter. Geh mal. Los. Mach mal was. Mir hinterher rennen gibt's nicht. Orikon-Mission. Warte, was stand da? Stufe 55, ja, ist klar. So, bin ich von hier gekommen? Yo. Was? Revans Herold. Kann ich nichts machen. Sicherheitstoken. Womit kann ich die? Okay. Hat mich sehr gefreut. Okay. Ich muss aber da lang. Nee, hier. Doch. Da. Da lang muss ich. Transporter Offizier. Was macht denn der? Bimka Naya Nugan. Ejinim Naya lag umnan Mege. Bomogala Apayan. Nilama Imi Amka Amga. Memgam Gamgi. Nina Geguan. Amnerna Hanak. Ja, das komm. Sind erfreuliche Neuigkeiten. Bim Ilik Meraka, Nayenaram, Kamkalu Amikmanik, Manala Yang Perlu, Amka Kalami Nayakira Nubua. Warte mal, das ist Story-Modus. Da stand was mit Stufe 8. Kann ich das denn jetzt eigentlich schon machen? Ah ja, komm, wir versuchen es. Aufgabenstufe 15, begib dich an Bord des Sails und schließe den Flashpoint ab. Wiederholbar, diese Mission kann später wiederholt werden. Oh, 11.000 Erfahrung. Transporter, ah ja, komm, scheiß drauf. War das hier lang? Anscheinend ja. Bin schon mal gespannt. Huch. Reparaturdroide. Warte mal, was ist denn das hier? Altes Art. Alter! Okay.
muss ich tatsächlich mal wissen, für was ist das alles? Farbkristall ersten Grad ist ja schön, aber... Jetzt wandert das darüber ins Inventar? Heiliges... mal ganz ehrlich, ich mach das hier jetzt einfach mal. Denn... Haha! Gaufen! Ich glaube, eins geht dann noch. No, und dann muss ich das hier einsetzen. Warte mal, das war ein Geschenk, das war ein Geschenk, das war ein Geschenk. Keine Ahnung, was das ist. So. Ich muss da lang. Also so wirklich VIP sieht mir das hier nicht gerade aus. Entschuldigung. Ja, könnte ich einen Moment mit euch sprechen? Ich will euch nicht stören, Jedi, aber ich frage mich, ob bereits jemand von der Schiffsmannschaft mit euch gesprochen hat. Nö, noch nicht. Ich habe mit niemandem von der Mannschaft gesprochen, aber wenn die Hilfe eines Jedi benötigt wird, bin ich zur Stelle. Vielen Dank. Ich bin froh, das zu hören. Es gibt das Gerücht, dass uns ein imperiales Kriegsschiff folgt. Ich weiß, der Vertrag von Coruscant. Aber ich glaube nicht, dass das Imperium Frieden halten wird. Wir sollten immer vor den bösen Machenschaften der Sith auf der Hut sein. Gut zu wissen, dass ich nicht die Einzige bin, die sich wegen der Imperialen sorgt. Die Mannschaft sagt den Passagieren gar nichts. Das ist nicht besonders beruhigend. Den Passagieren zu sagen, dass Imperiale in der Nähe sind, würde nur Panik auslösen. Ja, wahrscheinlich. Trotzdem ist der Gedanke beunruhigend, dass Imperiale hinter uns her sind. Warnung! Warnung! Wow. Beschuss! Für Aufschlag bereit machen! Ich wiederhole, alle bereit machen! Könnt ihr mich hören? Geht es euch gut? Mir geht es ausgezeichnet. Gut, gut. Das war ein ganz schöner Treffer. Wir hatten Glück, so glimpflich davongekommen zu sein. Hört zu, ihr müsst auf die Brücke. Der Captain wird jede Hilfe brauchen können, die er bekommen kann. Schnell, Beeilung. Hoffen wir, dass es noch nicht zu spät ist. Es ist nie zu spät für einen Versuch. Viel Glück. So, kann ich jetzt hier noch interagieren? Ach, das war nur ein Spiel. Okay. Cool. Der. Entschuldigung, aua. Okay, jetzt weiß ich auch, welche ich hier weg muss, und zwar die 5. Die will ich da weg haben. Es sah lustig aus, wie der Druide weggeflogen ist. Was ist denn? Hä? Hä? Okay, du folgst mir. Das ist... Dann hilf mir mal. Okay, da werden... Oh nee. Da werden bestimmt welche kommen.
Oh, und hier auch kleine. Oh, wow. Huch! Ah, das heißt, die werde ich dann gleich brauchen. Hallo, Tyrus. Ihr schafft es, Sir. Ihr schafft es. Er ist tot, Sir. Ihr seid jetzt zuständig. Was sind unsere Befehle? Eure Befehle? Die Waffen sind hin, Schilde sind hin und das Komm ist hin. Wir können nichts mehr tun. Ich bin hier, um meine Dienste bei der Verteidigung anzubieten. Ihr nützt uns hier am meisten, Jedi, wenn ihr hier verschwindet und uns nicht stört. Sir, wir können jede Hilfe gebrauchen. Wenn wir hier nicht durchhalten, war's das. Durchhalten? Die Imperialen haben uns in der Hand. Wir sind schon so gut wie tot. Der ist ganz schön arschig. Reißt euch zusammen. Was ist mit euch los? Wollt ihr das Schiff einfach in die Hände der Imperialen fallen lassen? Das Schiff hinter uns ist eines der größten der imperialen Flotte. Wir haben keine Chance. Sir, eine Nachricht. Das imperiale Schiff nimmt Kontakt auf. Was? Oh, gut. Stellt sie durch. Republikanischer Transporter SLS. Hier spricht Großmoff Rikus Kilran. Eure Verteidigung ist außer Kraft. Widerstand ist zwecklos. Das wissen wir selber, Kilran. Sagt uns einfach, warum ihr hier seid. Euer Schiff transportiert eine anti-imperiale Terroristin und Aufrührerin. Die sogenannte Botschafterin Vin Azara. Wegen ihr bin ich hier. Vin? Wir haben keinen Passagier, der so heißt. Ich kenne den Namen nicht einmal. Interessant. Lüge oder Inkompetenz? Egal. Meine Agenten an Bord des Schiffs haben ihre Anwesenheit bestätigt. Ihr habt Spione auf unserem Schiff? Ich habe überall Augen. Imperiale Soldaten betreten in Kürze euer Schiff über die primäre Luftschleuse. Meine Agenten sorgen dafür, dass ihr sie nicht behindert. Wenn ihr versucht, meine Männer davon abzuhalten, Azara zu verhaften, werde ich jeden an Bord der SLS töten lassen. Lebt wohl. Also, ich bin Vater. Ich kann über Lego laufen. Ich werde es mit euch aufnehmen. Wo ist die primäre Luftschleuse? Ich werde die Imperialen aufhalten. Habt ihr nicht zugehört? Wenn wir kämpfen, bringen sie uns um. Wir müssen kooperieren. Das bringt nichts. Kilran hat uns im Griff. Er bringt alle um. Dafür ist er bekannt. Er will nur die Botschafterin lebend haben. Wenn Kilran die Botschafterin findet, solange wir da sind, war es das für uns. Diese Soldaten müssen unbedingt vorher gestoppt werden. Ich lasse keine imperialen Soldaten an Bord des Schiffs gehen. Es ist tapfer, sich dafür zu melden. Hör zu, das vorhin tut mir leid. Eure Hilfe macht einen großen Unterschied. Danke. Anderen zu helfen ist eine Ehre und eine Pflicht. Vielleicht, aber wir sind für eure Hilfe dennoch dankbar. Unser Sicherheitstrupp trifft euch bei der primären Luftschleuse. Sie waren nicht oft im Einsatz, aber Commander Narlok kennt sich aus. Viel Glück. Wir alle zählen auf euch. Scheiß Fliegenfisch von meiner Linse. Was soll ich jetzt machen? Sprich mit Commander Narlok. Commander, wo bist du? Ach, den hab ich schon. Alter! Jetzt reicht's aber mit dem Fliegeviech hier. Der Druide ist auch noch mit dabei. Das ist nice. Boing, boing, boing. Ich kann ihn nicht machen. Ich wollte diese Bombe da hinten aktivieren. Mist. Ah, okay. Oh,
Okay. Lebst du noch? Hallo? Hallo? Ich glaube, der lebt nicht mehr. Startrampe. Hi. Der Zeitpunkt ist gekommen, Männer. Hierfür wurden wir ausgebildet. Die Imperialen kommen und wir werden sie nicht durchlassen. Genau. Oder? Sir, nein, Sir. Wir kämpfen nicht allein. Wir haben sehr erfahrene Hilfe. Die Imperialen werden keine Chance haben. Legen wir los. Sollten die Sache angehen. Ja, der Kampfplan. Die Imperialen werden jeden Moment durchbrechen. Wir müssen Verteidigungsstellungen einnehmen. Ach, von da kommen sie. Attacke! Ergebt euch! Ergebt euch! Sieg oder Tod? Alter, der hält aber was aus hier! Alter! Nö! Nö! Pass mal auf, ihr müsst euch beeilen, das war alles eine Falle! Die Imperialen haben uns getäuscht! Da ist sie! Die Botschafterin! Schnappt sie um jeden Preis! Ergebt euch! Sieg oder Tod? War's das? Das war's. Die ist kacke, die kommt auch weg. Die macht Flächenschaden, das ist gut. Die bleibt drinnen. Sag mal. Die kenne ich doch von vorhin. Hi! Wir haben es geschafft, Männer! Geschafft! Das Schiff ist gerettet! Es tut mir leid, Commander, aber so ist es nicht. Ja. Wir haben die gesamte Entermannschaft besiegt. Niemand kann hier durchgebrochen sein. Nein, ihr habt recht. Die Imperialen sind nicht bei euch durchgebrochen. Erster Offizier Haken hat uns in eine Falle laufen lassen. Der Angriff auf diese Luftschleuse war eine List. Nachdem Haken euch hierher geschickt hat, schlichen sich imperiale Kommandos an Bord. Sie wurden von einem mandalorianischen Söldner namens Eisenfaust angeführt. Wir haben die erste Entermannschaft aufgehalten. Es gibt keinen Grund, warum wir nicht auch diese Gruppe besiegen können. Es wird noch schlimmer, fürchte ich. Eisenfaust und seine imperialen Kommandos haben die Brücke gestürmt. Und jetzt ist der gesamte Bereich abgeriegelt. Krieg mal hin. Wir müssen den Imperialen die Kontrolle über das Schiff entreißen. Deshalb habe ich euch aufgesucht. Es muss etwas getan werden. Worum geht es hier eigentlich? Warum wollen die Imperialen euch unbedingt gefangen nehmen? Wegen meiner Arbeit. Ich bin eine republikanische Botschafterin. Ich reise zu Planeten unter imperialer Kontrolle und überzeuge ihre Regierungen davon, zu uns überzutreten. Das Imperium im Dienste der Diplomatie derart herauszufordern, ist sehr mutig. Ich bin keine Heldin. Ich zeige ihnen lediglich eine Alternative zur imperialen Kontrolle auf. Aber wir können später über meine Arbeit sprechen. Wir müssen die Brücke zurückerobern. Je länger die Imperialen die Kontrolle haben, desto schwerer wird es, sie ihnen zu entreißen. Ich sagte euch bereits, dass Eisenfaust die Brücke abgeriegelt hat. Es gibt keinen Weg rein oder raus. Eine Sicherheitsverriegelung. Das ist nicht gut. Chefingenieur Salen weiß vielleicht einen Ausweg. Hoffentlich können wir Salen vor den Imperialen erreichen. Wisst ihr, wo er ist? Er und sein Team sind unten im Technikbereich. Ich bin sicher, dass sie uns helfen können. Wir brauchen eine Ablenkung. Wenn die Imperialen merken, dass die Schleusen zum Technikbereich geöffnet werden, überrennen die Soldaten den Bereich sofort. Meine Männer und ich können das übernehmen. Formieren, Männer! Wir werden für ein bisschen Ärger sorgen. Jo. Entriegeln wir diese Brücke. Wir geben den Imperialen mal ein paar Denkanstöße, was, Jungs?
Ich gehe mit Commander Narlok. Sobald ihr euch einen Weg zum Technikbereich gebahnt habt, stoße ich dort zu euch. Viel Glück. Jo, da lang. Irgendwie war mir das doch arschklar, dass da welche rauskommen. Ach, da sind noch welche. Da hat sich noch einer versteckt. Alle kaputt. Technik-Deck. Ihr seid ein Jedi. Hey Chef, seht doch, da ist ein Jedi. Ihr müsst verrückt sein, hierher zu kommen, während es überall von Imperialen wimmelt. Commander Narlok sagte, dass ihr vielleicht wisst, wie man die Brücke entriegelt. Die Imperialen haben sie gesperrt. Die Imperialen sind für die Abriegelung verantwortlich? Das soll doch ein Scherz sein. Ihr habt hier wirklich aufgeräumt. Ich bin auf dem Weg hierher nicht auf einen einzigen Imperialen getroffen. Hör zu, wir haben keine Zeit zu verlieren. Commander Narlok und seine Leute werden überrannt. Wir müssen die Brücke entriegeln. Davon hörte ich. Ich würde euch ja hereinbitten, aber die Abriegelung hat auch unsere Türen versiegelt. Alles seid ihr dort in Sicherheit? Braucht ihr Hilfe, um rauszukommen? Es ist wichtiger, die Brücke wieder unter unsere Kontrolle zu bekommen. Nun wollen wir mal sehen. Was ist mit einem Reaktorneustart? Das würde die Sicherheitsverriegelung deaktivieren, oder? Ja, aber bei einem Reaktorneustart wird der Technikbereich entlüftet. Wir würden ins Weltall gerissen. Außerdem sind die Steuerungen auf der anderen Seite der Tür. Was könnten wir sonst noch machen, um die Brücke zu entriegeln? Die Sekundärleitungen. Sie sind etwas verteilt, aber wenn ihr sie alle kappt, fährt auch das Sicherheitsprogramm herunter. Dann können wir mitmischen. Ich werde die Leitungen sofort kappen. Wir haben keine Zeit, im ganzen Schiff herumzurennen. Wenn wir nicht sofort handeln, werden die Imperialen uns überrennen. Es tut mir leid, Salen. Wir müssen die Brücke entriegeln, solange wir noch die Gelegenheit dazu haben. Nein. Wir müssen den Reaktor neu starten. Man wird sich ewig an euch und eure Männer erinnern. Wir können diese Leute nicht in den Tod schicken. Nicht, solange es eine Alternative gibt. Gut, aber ihr weiht jeden auf diesem Schiff dem Untergang. Manchmal müssen zum Wohl aller Opfer erbracht werden. Ah.
Wir versuchen, die Leute auf diesem Schiff zu retten und nicht sie umzubringen. Gut. Wer bin ich, dass ich mit euch streiten würde? Verrückte Hexe! Die Sekundärleitungen zu kappen wird funktionieren! Das verspreche ich! Wenn ihr es tun wollt, tut es jetzt. Je länger ihr wartet, desto mehr Imperiale werden hinter euch her sein. Wo muss ich überhaupt hin? Ah, okay. Attacke! Meine Güte hier. Was ist denn das da? Ah! Dahin muss ich wieder. Ich weiß nicht, wie ihr es geschafft habt, aber die Sicherheitstüren um die Brücke herum haben sich tatsächlich geöffnet. Die Brücke ist offen und es mussten keine Unschuldigen geopfert werden, um dies zu erreichen. Ihr hattet recht. Es tut mir leid. Versteht bitte, dass ich keine Leben aufs Spiel setzen wollte, nur es schien der einzige Weg zu sein, sicher zu gehen. Ja. Ich helfe Narlok bei einem weiteren Ablenkungsmanöver. Dann könnt ihr mit weniger Widerstand beim Angriff auf die Brücke rechnen. Ihr müsst euch allerdings noch um Eisenfaust kümmern. Und das ist durchaus eine Herausforderung. Was wisst ihr über Eisenfaust? Ich kenne Eisenfausts Ruf und er hat nun schon lange Groß Moff Kilrans Drecksarbeit gemacht. Er wurde nie gefangen genommen, besiegt oder aufgehalten. Euch steht eine schwere Aufgabe bevor. So. Die Macht wird mir die erforderliche Stärke geben. Seid vorsichtig. Mandalorianer haben immer irgendein Ass im Ärmel. In Ordnung, genug Zeit verschwendet. Narlok, seid ihr da? Könnt ihr mich hören? Was wird das Tentakel los? Hier Narlok. Bereit für die zweite Offensive? Korrekt, Commander. Ich stoße zu euch. Zitter Tentakel. Wir sollten sofort loslegen. Viel Glück. Oh Gott, ich muss niesen.
Entschuldigung. Okay, da wartet einer mit einer Klinge auf mich. Erstmal um den Kleinen. So. Ihr dachtet, wenn ihr euch versteckt, seid ihr die Besten. Hahaha. Ach Gott, ich muss noch mit der neuen Tastenbelegung hier zurechtkommen mit den Macht-Dingern. So, 3 von 8 erledigt. Auch erledigt. Die sind auch erledigt. So, 15 von 15 erledigt, nice. Oh!
Aber wie es weitergeht, erfahren wir nach einer kurzen Pause meinerseits. Denn ich möchte mal einen Rauch und mir noch einen Kaffee holen und bis gleich. Rockstar, Dancer, Killer, Drop, my love is a fire.